Untersuchungen und deshalb ist es halt ein bisschen doof mit dem Internet. Wenn es nicht geht, dann holen wir es nach. Also heute schauen wir uns ein bisschen Theorie, wie versprochen, Digitalisierungsstrategien in der Industrie, Organisationen. Okay. Bitte schaltet eure Mikrofone aus, Dennis. Okay. So, die Digitalisierungsstrategie geht als erstes mit dem ersten Schritt voran. Also es sind drei Schritte insgesamt. Nämlich aus Daten Informationen zu schaffen. Okay. Wir suchen erstmal eine Datenaufnahmestruktur. Die Datenaufnahmestruktur ist notwendig, um an den Daten ranzukommen. Okay. Und die Datenaufnahmestruktur erfolgt über erstens Sensoren. Okay, hier einige Beispiele sind das RFID oder Elektroenzephalogramm oder ein Smartwatch. Gibt es unzählige Sensoren, Drohnen sind auch sensorisiert. Und man benötigt ebenfalls auch neben den Sensoren auch eine Infrastruktur. Smartwatch, Elektroenzephalogramm, EEG sind zum Beispiel Helme, die man zum Beispiel auf Mitarbeiter setzt, um die Gehirnaktivität zu messen, während sie arbeiten. Wenn du Interesse hast an dem Thema, kannst gerne rein in meine Webseite, wo meine Veröffentlichungen Research dargestellt sind, und da habe ich ein Paper oder zwei Papers veröffentlicht, wo mit Hilfe von solchen Helmets, wir waren in der Lage zu sagen, ob Mitarbeiter bestimmte Problemlösungsprozesse geführt haben oder andere. Also super interessant, man kann anhand der Gedanken wissen, ob der Mensch eine Tätigkeit oder eine andere macht. Ja, man kann anhand der Gehirnaktivität ermitteln, ob ein Mensch eine Tätigkeit macht oder eine andere, und sogar bei komplexen Aktivitäten. Ja, klar, wir haben das. Ja, klar. Wir haben das nicht in deutschen Firmen machen dürfen. Das war bei einem Arbeitgeber in Japan. Ist kritisch, aber wie gesagt, die Welt bewegt sich rasant in die Richtung. Die Gesellschaft, die diese Angelegenheiten nicht beherrscht, ist dann bedroht, würde ich sagen. Es ist dringend notwendig, dass die deutsche Industrie halt aufs Gaspedal drückt. Ja. Mehr als das zu sagen, kann ich das nicht. Aber
die Zukunft besteht aus KI und diejenigen, die es nicht umarmen, haben ein Problem einfach. Als Gesellschaft, okay, nicht persönlich oder so gemeint, aber als Gesellschaft. Auch ein Problem kann 5G heißen, okay, die ständige Konnektivität, das ist ein Beispiel für die Infrastruktur. Natürlich zu den Anbietern preiszugeben über Position, Location, alles Mögliche, hat einen Preis, aber ohne wird es auch nicht geben. Okay, also erstmal ist die Frage beantwortet. Dennis. Ich glaube, es war Dennis von der Stimme her. Bin ich noch zu hören? Hallo? Okay. Ja, gerne, ja. Schieß los. Ja. Fünfzig, ja. Ja, die Menschen in 2000, in 2030, also das ist nur eine gegriffene Prognose, ich will ja nicht unbedingt klugscheißen, aber in 2030 haben alle Menschen Sensoren an dem Körper. Okay, und das ist nicht so lange hin. Sensoren an den Körper, die dann die Körperaktivität dann wahrnehmen kann. Die ersten Ansätze sind jetzt die Smartwatches, aber dann kommen die Glasses und dann kommen die Gehirnimplantate und so. In 2040 ist autonomes Fahren, die ganze Logistik wird von A bis Z automatisiert, okay? Da müssen sich Menschen, die in der Industrie arbeiten, einiges überlegen. Und in 2050 werden auch Entscheidungen, also Managemententscheidungen automatisiert. Sieht man dann in der Börse, dass es jetzt halt läuft komplett automatisch. Die Fähigkeit, das wird jetzt dargelegt in diesem Modell, die Fähigkeit von Maschinen, Entscheidungen zu treffen, besteht noch nicht, aber Empfehlungen auf Entscheidungen ist wohl drin. Und wenn die Maschinen diese Fähigkeit ein bisschen feilen, das wird kommen mit Quantum Computing. Wenn ihr Interesse habt, was Quantum Computing bedeutet, könnt ihr wieder euch beziehen auf meine Research. Da habe ich auch ein paar Papers veröffentlicht neulich. Wenn die Quantum-Rechner funktionieren, dann wird es halt ziemlich eng. Okay, ich merke, das war ein bisschen zu viel. Alles klar, okay, dann hat sich, ich glaube, ich habe es beantwortet. Also. Für euch bedeutet es eine spannende Zukunft, aber gleichzeitig eine anstrengende auch. Datenstruktur. Nachdem wir die Daten aufgenommen haben, brauchen wir eine Datenstruktur, okay, an sich. Das ist, was wir ansatzweise nicht mal in der Tiefe, aber ansatzweise gemacht habe mit den ersten Vorlesungen hier. Okay. Wir brauchen erstmal von den ganzen Daten, die wir aufnehmen, eine Auswahl treffen. Zum Beispiel statistische Analyse. Nach dem Auswahl müssen wir die Daten reinigen. Natürlich, wenn jemand Interesse hat auf Bücher oder so über die Digitalisierungswelle, kann sich gerne melden, okay? Ein super gutes Buch ist, wenn ihr Interesse habt an dieser Kiste Homo Deus.
Vielleicht habt ihr von gehört. Kann ich nur empfehlen, so als Sommerlektüre. Homo Deus. So, nachdem wir die Daten gereinigt, ausgewählt haben und gereinigt haben, dann gibt es also zum Beispiel das Clustering ist eine erfolgreiche Methode, um die Reinigung durchzuführen. Und dann müssen wir die Daten umwandeln. Damit wir visualisieren können. Okay. Diese zwei Schritte, Datenaufnahmestruktur und Datenstruktur schaffen, sind halt sehr wichtig und sind meistens vernachlässigt, sind unsexy in Anführungsstrichen, kommen nicht so die Menschen klar mit, aber ohne gezahlt eben nicht. Okay. Die meisten Anwender sind, also hier ist der oder war der Fokus von Python, okay? Von den Vorlesungen Blöcke 1, 2 und 3, okay? Wo wir uns bisher mit befasst haben. Jetzt bin ich weg. Problems. Mal nicht. So, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder da. Nachdem wir die Informationen gesammelt haben, schaffen wir aus der Information Wissen. Okay. Ein Beispiel
gebe ich gleich nachher dazu. Hier ist, wo die Menschen, die meisten Anwender unterwegs sind und wo die meisten von euch nachher unterwegs sein wird, nämlich in dem Business Analytics. Das ist auf jeden Fall eine Nische für zukünftige Mitarbeiter, die sich mit dem Thema befassen wollen. Business Analytics bedeutet, ich habe aus Daten erzeuge ich Wissen, erzeuge ich eine Vorlage für eine Entscheidung. Und das kann deskriptiv sein. Deskriptive Business Analytics, zum Beispiel gibt es das sogenannte Power BI von Microsoft. Dafür muss man SQL beherrschen oder SAP. Das sind die zwei große Beispiele. Okay. Deskriptive Business Analytics. Dann gibt es auch Diagnostik. Okay. Diagnostik. Hier zum Beispiel spielt eine Rolle das Deep Learning. Deep Learning ist eine Methode, um mit Hilfe von der Analyse der Datenstruktur zum Beispiel Bilderkennung zu erzeugen. Oder Monte-Carlo-Methoden. Und die letzte Ebene ist die prädiktive Analysen, wie zum Beispiel mit Long-Short-Term Memory. Ich schreibe es damit Long-Short, falls ihr das googeln möchtet. Term Memory oder Quantum Computing. Ich sage, wer Interesse hat, kann sich dann ein bisschen erkundigen auf meiner Website. Ich gebe euch ein Beispiel dafür, weil so das ist alles so ein bisschen abstrakt. Letztes Jahr wurde dies gefragt in die Prüfung. Gib mir bitte ein bisschen die Theorie von den Digitalisierungsstrategien und immer wenn ihr ein Beispiel erzählt, ist besser. So, stellt euch vor, ihr seid jetzt der Qualitätsmanager von einer Fabrik. Und ihr möchtet, dass die Qualität hochgeht. Dann geht ihr her und dann holt ihr euch Daten. Zum Beispiel mit einer Kamera fotografiert ihr die Daten, die Bilder von euren Produkten am Ende der Linie. Okay, Kamera, Ende der Produktionslinie. Außendaten, das wäre 1.1, die Datenaufnahmestruktur. Dann haben wir eine Datenbank. 1.2 Datenbank, wo die ganzen Aufnahmen werden zu IO oder NIO-Teil deklariert. Okay, die ganzen Bilder, und da muss man sagen, ist das Teil gut oder schlecht, was wir jetzt aufgenommen haben. Und aus diesen Datenbank entsteht zum Beispiel Business Analytics, zum Beispiel das Deep Learning. Also ich habe hier ein Bild, egal, okay, so ein Bildchen, ein 8 und dann mit Hilfe von Deep Learning kann ich dir sagen, ob diese 8 in Ordnung ist, in Ordnung gedruckt wurde oder NIO gedruckt wurde. Nicht in Ordnung. Zunächst mal schaffen wir die Daten mit Sensoren, mit einer Datenstruktur, mit einer Infrastruktur,
dann schaffen wir aus den Daten schaffen wir eine Kategorisierung und aus der Kategorisierung sind wir in der Lage, gewisse Analysen durchzuführen. Ist das Beispiel verständlich? Das gleiche wie zum Beispiel mit dem Beispiel, was ich glaube ich genannt habe vor ein paar Wochen. Ich habe zusammengearbeitet mit einem Schiff, mit einem Fischer, eine Firma, die gefischt haben in Japan. Und im Schiff waren die Fische sozusagen aufgenommen. Und dann haben wir eine künstliche Nase entwickelt, die den Geruch aufgenommen hat. Dann haben wir einen Experte, der gesagt hat, dieser Geruch ist okay und dieser Geruch ist nicht okay, also eine Datenstruktur. Und daraus haben wir mit Hilfe von Deep Learning eine Entscheidung getroffen und unsere Maschine sozusagen, unsere Robotik trainiert. Okay, geht alles. Mit ein bisschen Verständnis kann man viel, 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 viel machen. Und das sind die meisten Firmen momentan unterwegs. Also heutzutage ist Business Analytics in und wenn ihr sagt, ihr könnt Business Analytics, auch wenn es nur ansatzweise ist, dann habt ihr eigentlich einen Job gesichert. Die Grundlage für Business Analytics ist Python. Okay. Ja, gut, das ist ein guter Einwand, dass die künstliche Intelligenz entsteht hier beim Deep Learning. Das ist aber keine KI-Vorlesung, das ist jetzt nur eine Einführung in der Informationsmanagement-Strategien, weißt du? Ja. 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 Ja, das wäre hübsch, da gebe ich dir recht. Das wäre okay, wenn, weißt du, eine Motorblock-Zerspannungsmaschine hat ungefähr 25 Spindeln. Okay. Jeder Spindel hat ungefähr 50 Parameter. Okay. Plus die Legierungsdaten der einzelnen Blöcke, plus Temperatur, plus Kühlschmiermittel. Plus, keine Ahnung, schlag mich tot, okay? Also am Ende landest du mit einem System mit 100, 1000 Dimensionen, okay? Und klar, wenn du nur einen Parameter hast, einen Regler einzusetzen, ist ja kein Thema, okay? Ja. 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 Go, no go. Ja, das ganz einfach ist schon gesagt. Was wir hier versuchen, ist nicht ein Aussortieren, in Anführungsstrichen. Wir wollen, dass die Maschine. Wie soll ich es malen? Wir wollen, das war jetzt der Dennis, oder? Wir wollen, dass die Maschine mit uns spricht.
Nicht am Ende, ja genau, nicht am Ende messen und sagen, io, io, okay, sondern dass die Maschine, dass wir die Sprache der Maschine verstehen. Und dass die Maschine selber sagt, stopp, halt, ich habe ein Problem. Das ist die Kunst. Und natürlich am Ende vom Prozess kann man immer messen, go, no, go. Okay, das ist aber erstens sehr teuer. Und zweitens messen wir nur eine Dimension von in einem Umfeld von 1000. Es gibt besonders wichtige Dimensionen, okay, und wahrscheinlich, was dir gezeigt wurde, ist so ein bisschen eine Show. Tatsächlich arbeitet man in der Tat so, also heute, aber es ist nicht, es ist erstens nicht rigorös und zweitens, statistisch hat sehr viele, ja, wie soll ich sagen, Fragezeichen dahinter. Man tut es so, und der Grund, warum es dann der Motor funktioniert, ist, weil die Entwicklung hat sehr viel Luft an sich, okay? Also der Motorblock kann einiges mehr an Druck aushalten als die Beanspruchung in der Maschine, im LKW. Also der Actros zum Beispiel. Da gibt es immer einen Sicherheitsfaktor von mal 2, mal 3, mal 10. Und das ist der Grund, warum es dann geht. Aber an sich, die Qualitätsmanagementprozesse sind nicht so weit, dass man halt künstliche Intelligenz da reingebracht hat. Da sind die Firmen gerade auf dem Weg dahin. Also den Schritt, entschuldige, den Schritt gibt es, okay? Den Schritt gibt es auch. Den Schritt gibt es nicht überall. Ich würde sagen, sehr selten. Immer mehr, aber selten. Deshalb sage ich, es ist eine Nische, eine Lücke, wo ihr reinhauen könnt. Und natürlich, ihr seid ja von Vertrieb, aber das Gleiche ist mit Kunden, okay? Das Gleiche ist jetzt mit einem Kunde oder mit einem Prozess, wenn ihr bei Zalando Vertriebsleiter seid, das ist halt mordschwer, das ist da eine sehr ja, faszinierende Aufgabe, aber sehr schwer, weil die Komplexität einfach enorm ist. Und darum halt, ihr habt mit sehr vielen Dimensionen zu tun und darum halt diese ganze Kiste ist halt oder wird an Bedeutung gewinnen, einfach. Dennis, passt das so oder möchtest du noch was dazu sagen? Okay. Gut, dann mache ich weiter. Nachdem wir Wissen geschaffen haben, dann wollen wir in der Wertbeschaffung, dass die Digitalisierung uns Wert gibt. Okay. Und dabei ist 3.1 Business Decision Making. Okay, also Entscheidungsfindung. Und hier ist wichtig eine das ist ein bisschen die Logik, was wir vorhin hatten, eine präskriptive Logik, so die Maschine sagt mir, wie ich mich zu verhalten habe, Entscheidungssupport. Oder 3.2, eine Operationalisierung. Preskriptive Entscheidungsfindung.
Automatisierung. In dem Moment ist die Logistik zum Beispiel völlig automatisch, autark und kann Entscheidungen treffen oder fahren die Autos selbstständig und, und. Okay? Und das ist so ein bisschen die Zeitleiste, was der Kollege vorhin angesprochen hat. Wie gesagt, ohne Gewehr. Wir sind jetzt in den Jahren 2000 auf dem Trip. Eins und teilweise hier jetzt in den 2020 werden wir mit zwei fertig. Ab 2030 werden wir mit 3.1 unterwegs sein und ab 2040 werden wir mit 3.2 unterwegs sein. Okay. Ihr habt es in der Hand, ihr habt die Chance, aus dem Standort Deutschland was draus zu machen. Tu es. Ja, das Problem, ja, das ist eine sehr gute Frage. Wer die Frage stellt, Davis? Ja, Davis, das Problem mit Asien ist da, dass die halt die sind halt viele Ameisen. Okay, wir sind in Europa 3 Millionen Ameisen. Ich male dir jetzt eine Grafik, okay? Und stell dir vor, wir sind heute in, wie gesagt, 20. Ich mal dir jetzt eine traurige Geschichte. 2010, 2020, 2030. Das Schwarz oder das Blaue ist jetzt Europa. Und Europa läuft momentan so. So unterwegs. Okay. Das ist Anzahl KI-Patenten. Und allein China ist folgendermaßen unterwegs, die verdoppeln jedes Jahr das Know-how. Okay. Also diejenigen, die Mathe jetzt die degressive und die degressive geometrische Abschreibung gesehen hat. China ist geometrisch in geometrischer Wachstum unterwegs. Bisschen linear unterwegs. Okay, das ist ungefähr. Der Gap ist enorm und in meinen Augen nicht mehr aufzuhalten, oder dass sich Europa mit USA zusammentut, geht gar nicht. die sind gut in China. In China sind sie, ich weiß jetzt nicht wie viel, 1,2 Milliarden Menschen. Und hier in Europa sind wir 330, wenn überhaupt, Millionen. Also demografisch sind sie halt weit, weit weg. Und auch, das ist schmerzhaft zu sagen, aber die Kultur das ist halt geopolitisch betrachtet, okay, in meinen Augen der technologische Vorsprung nach dem Zweiten Weltkrieg ist schon längst vorbei. Nach dem Fall von der Mauer
Hat Europa bzw. USA haben sich haben, sind verschlafen und China hat angefangen, einfach Gas zu geben. Hier ab dem Zeitpunkt ist halt Schlacht verloren gewesen, in meinen Augen. Hätte Europa da investiert in Know-how, Technologie, Digitalisierungsstrategie und so weiter. Da haben viele deutsche Managers auch ein Päckchen zu tragen, weil die haben gedacht, dass, oh, wir sind halt hier die Größten, die Dicksten. Die Chineser, die werden nie dicke Autos oder gute Autos machen können und das ist einfach nicht der Fall. Okay? Also die Chineser können jetzt A, B und C Produkte fertigen. Und zwar zu unschlagbaren Produkten und zwar bei zukunftsorientierten Technologien vor allem. Unter anderem künstlicher Intelligenz, aber auch bezogen auf Nachhaltigkeit, Technologie, die zu tun hat mit der Energiewende. Die sind halt, die haben einfach Hunger. Okay, ich bin da in Shanghai gewesen, in der Uni, beim Austausch und die chinesischen Jungs und Mädels, die schlafen ein auf dem Rechner beim Programmieren. Und das ist kein Witz. Also die Koreaner sind genauso drauf, die Japaner sind genauso drauf. Die haben einfach eine Ethik der Arbeit, ist krass, okay? Also unbekannt hier. Das ist nur, und in den Firmen ist halt abscheulich. Also ich wünsche euch nicht, dass ihr für einen chinesischen Arbeitgeber arbeiten müsst. Ganz ehrlich. Weil das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Wie gesagt, ich denke, die Uhr tickt. Gegen uns, okay. Ist deine Frage oder dein Einwand beantwortet? Wie gesagt, der Film Homo Deus ist cool. Million Dollar, so eine Netflix-Serie könnt ihr auch gucken. Da gibt es auch eine traurige Geschichte gegen Google. Ich kann euch nur aufmuntern, okay. Ich kann euch nur aufmuntern, diese Sache ist halt da. Und ja, also das Erste, wir schaffen Informationen aus Daten. Das Zweite, schaffen wir Wissen. Das Dritte, aus Wissen schaffen wir Wert. Das ist so ein bisschen unsere Digitalisierungsstrategie. Merkt ihr euch was, bitte, diese Sache? Weil es ist dann eventuell relevant für die Prüfung. Habt ihr Fragen? Okay, dann machen wir mit dem nächsten Thema weiter, wenn die Internetverbindung hält. Nämlich, ich gebe euch ein Roadmap für Data Science Projekte. Ja, ein Roadmap sind ein paar Schritte, die man immer wieder durchläuft, so aus der Erfahrung. Das erste Schritt, den man durchgeht, immer, man braucht eine Projektidee. Okay. So eine Idee, irgendjemand muss eine kluge Idee haben.
Projektidee kann von unterschiedlichen Stakeholdern kommen. Also typischerweise haben wir die IT-Abteilung, okay. Oder eine externe Beratung. Oder ein Wettbewerb hat was im Auge und wir müssen uns aufstocken. Oder ein Rollout aus der Zentrale, die zu Standardisierung führt. Okay, also irgendjemand hat eine Idee. Nach der Idee erfolgt, na, das ist nicht, erfolgt eine Charakterisierung der Idee. Okay. Und das werde ich euch jetzt darstellen mit einem kleinen eine kleine Grafik. Okay. Das erste ist, wir wollen den Ist-Zustand verstehen. Wo sind wir heute? Also, warum machen wir das Ganze? Okay. Das ist das erste, was wir versuchen. Wenn wir eine tolle Idee gehabt haben, zum Beispiel SAP-Einführung, okay, wo sind wir jetzt heute? Das nächste, wenn wir den Ist-Zustand dargestellt haben, wollen wir unsere Ziele. Merkt euch bitte, das ist wichtig, diese ganzen Elemente. Zum Beispiel in die Prüfung kann ich fragen, bitte sag mir, wie werden Projekte in der Digitalisierung charakterisiert und gib mir ein Beispiel dazu. So, Betonung auf Beispiel. Okay? Dann den Scope. Scope. Okay. Scope ist, was tun wir in diesem Projekt? Ich denke, mit dem Bild bleibt es besser in Erinnerung. Dann kommen die Phasen vom Projekt. Was, wann muss was gemacht werden? Richtig? Also die Phasen. Wann passiert was? Gut, dann gibt es eine Methode, es ist nicht das gleiche, eine Methode zu nutzen als das andere. Also, wir müssen fragen, wie. Lass mich hier hübsch machen. Ein Moment, kommt die Krankenschwester. No, ahora no puedo. En 10 minutos, por favor. Entschuldigung.
Also es ist ziemlich lustig. Ich habe noch nie so eine Vorlesung gehalten mit halbnackt, mit wie sagt man, so eine Bade, weißt du, ja, diese Kittel, die man halt da im Krankenhaus hat. Weißt du, wie heißt das, Kittel, oder? Ah, du Scheiße. Dann brauchen wir ein Team. Okay. Wer ist dabei? Okay, also ich wiederhole. Warum machen wir das? Wofür? Was? Wann? Wie und wer? Das alles ist irgendwie plausibel. Da müssen wir erklären, oder? Ich gebe euch gleich nachher ein Beispiel und dann kann man da die ganze Kiste besser nachvollziehen. Dann kommt dann das Erfolgsfaktor. Wie messen wir Erfolg? Also die KPIs, die Kennzahlen dazu. Und die Kosten, natürlich müssen wir auch klären, wer und so weiter zahlt die Party. Okay? Also die Kosten müssen geklärt werden vom Anfang an, wie viel. Weil ansonsten erreichen wir unsere Zielsetzung nicht unbedingt. Okay. So, das ist die Charakterisierung von Projekten. Bin ich noch zu hören? Beispiel. Ich habe jetzt eine Fabrik mit mehreren Maschinen. Ich habe ein Input, einen Ablauf und ein Output. Okay, und das ist mein Ist-Zustand. Danach muss ich die Ziele setzen. Zum Beispiel Kostensenkung. Qualitätserhöhung. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, das ist jetzt mal etwas, ist einfach nur ein Beispiel, okay? Ich habe die Ziele. Was habe ich noch? Was muss ich wissen? Den Scope. Was gehört in den Scope? Also der Projektplan, oder? Das ist die Zeit. Und das ist, was wir tun. Scope. Work Packages nennt man das manchmal. Work Packages. Dann kommen die Phasen. Okay, und dann ist einfach eine Zusammenfassung der Work Packages in Phasen. Machen wir eine andere Farbe. Mobile. Die Phasen. Nach den Phasen kommt das, die Darstellung vom Team. Also ist wichtig zu wissen, wer dabei ist, weil abhängig von wer dabei ist, kriegen wir bestimmte Fähigkeiten oder andere. Dann kommt die Methode.
unterschiedliche Projektmanagementmethoden. Das seht ihr alles nachher in in eurem Studium. Scrum zum Beispiel ist wichtig oder Lean Management ist wichtig oder Six Sigma ist wichtig. Okay? Auch künstliche Intelligenz. Denn Erfolg wird an Kennzahlen gemessen. Okay, ein Managementsystem, der die Kennzahlen darstellt. Und die Kosten haben wir einfach zum Beispiel den Cashflow. Okay? Kosten, Cashflow. Das ist so ein bisschen in die Richtung geht's, okay? Ist das Beispiel verständlich? Der dritte Schritt, den wir machen nach der Charakterisierung, ist die Datenidentifikation. Denke an die Phase 1.1 und 1.2 von vorhin. Okay. Hier schaffen wir an jedem Kunde und Produkt Daten heraus. Wie gibt es unzählige Strategien? Denke an Facebook. Welche Monetizing-Strategien hat Facebook oder Twitter? Ziel ist Monetize the Data. Okay, Google. Nicht immer ersichtlich, wie Google Geld verdient mit unseren Daten, aber alles, was gratis ist, heißt, ihr seid das Produkt. Okay? Also nichts ist gratis online. Monetize the Data ist das Ziel. Okay? Das ist jetzt nicht der Fokus hier bei uns, aber nur es muss euch bewusst sein, dass das eigentlich die Zielsetzung ist. Wir gucken uns jetzt etwas detaillierter und hier hören wir heute auf. Die Auswahl, Reinigung und Umwandlung. Punkt 1, denke dran, wie war das? Auswahl, Reinigung und Umwandlung 1.2 vorhin. Okay, das wär mehr Phase 1.1 und jetzt haben wir Auswahl. Vier Punkt zwei Reinigung. 4.3 Umwandlung. Okay, und das ist jetzt die Phase 1.2 von vorhin. Okay, also 4.1. Es ist sehr wichtig, die Daten zu synchronisieren.
synchronisieren. Okay. Und zu anonymisieren. Okay. Alles sollte schriftlich festgehalten werden. Wie gesagt, der Film Million Dollar Code kann euch eventuell interessieren. Und zeitliche und qualitative Konsistenz ist notwendig. Wenn ihr zum Beispiel die CO2-Werte von einem Raum, von einem Unterrichtsraum aufnimmt und irgendwelche Daten fehlen, dann ist es sehr schwer, dann nach Schlüssel zu ziehen. Das Reinigen, Reinigung von Daten. Hier ist wichtig zu wissen, wie viele Variablen gibt es. Und die Transformation von den Variablen zum Beispiel Normierung haben wir heute gemacht zwischen 0 und 1 in der anderen Vorlesung, ist entscheidend, damit wir überhaupt was machen können, sonst vergleichen wir Äpfel mit Birne. Und hier die Umwandlung der Daten, zum Beispiel Nulls oder nicht vorhandene Daten, sogenannte NaN, werden entfernt. Outliers oder Messfehler sollten erkannt werden und werden auch entfernt. Da, für alles gibt es eine Funktion in Python, okay? Und eine Visualisierung ist erforderlich. Eine Visualisierung ist erforderlich. Okay? So kann man es lassen. Es sind natürlich, bitte jederzeit. Ja, bitte. Tschüss. Doch, doch, ich habe Schwierigkeiten mit dem Internet. Ich habe gewartet, dass ich halt über Nacht das versuche hochzuladen. Bitte um Entschuldigung, aber hier läuft alles sehr lahm und ich bin hier mit einem Katheter auf dem linken Arm und ist ein bisschen, ja, also ich versuche es heute Abend, okay? Also auf jeden Fall, ihr seid meine erste Priorität. Und ich möchte nicht, dass ihr euren Unterrichtsstoff dann verliert, deshalb gebe ich mein Bestes. Aber also auf jeden Fall, ein PDF ist vorhanden, habt ihr per E-Mail geschickt, habt ihr bekommen, oder? Und das YouTube kommt dann, hoffe ich, im Laufe des Abends rein. Okay? Je nachdem, wie schnell diese Kanäle dann gehen, weil ich muss hier übernachten und so und morgen früh. Hoffe ich, dass es online ist. Aber morgen früh hören wir uns wieder und wir werden Übungen machen, okay? Also wir fangen an mit Übungen. Es ist nicht so, dass ihr leer geht oder so. Ich möchte schon, dass ihr das versteht, weil das, was wir heute gesehen haben, ist sehr wichtig. Gut, ja, alles klar. Okay, also zu diesem Thema Fragen. Wir gucken uns jetzt nur heute bis zu Punkt 4. Es gibt insgesamt 7. Das machen wir dann nächste Woche weiter.
Projektidee, Charakterisierung, Datenidentifikation und Auswahlreinigung, Umwandlung. Okay. Gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch und bleibt bitte gesund, okay? Servus. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.